Hallo, die Kalaupe hier. Willkommen zurück in meinem Generations-Let's Play für die Sims 4 in der Folge 2. Und wir starten hier wieder bei Lucien, der gerade aufgewacht ist, weil er geschlafen hat und einen Albtraum hatte. Albtraum. Lucien hatte einen Albtraum, in dem er heimlich von einer extrem gruseligen Puppe beobachtet wurde. Und diesen Traum will ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Die Folge 2 habe ich ziemlich kurz nach der ersten Folge aufgenommen. Das bedeutet, ich hatte noch keine Möglichkeit, auf eure Kommentare einzugehen. Da ich euch aber sowieso ein paar Tage mindestens Zeit lassen wollte, euch Gedanken zu machen, wie wir das jetzt machen sollen. Es gab ja die Frage für die, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Ich hatte ja ein paar Fragen gestellt, wo ich euch mitbestimmen lassen möchte, weil das Let's Play, was ich machen möchte, soll so sein, dass ihr da auch alle mitbestimmen könnt, wie wir was machen wollen. Wir machen das sozusagen zusammen, sodass, ja, dass wir das zusammen erleben und entdecken können und unser kleines Abenteuer hier starten. Und da hatte ich die Fragen gestellt, was wir mit Lucian machen sollen. Also das eine wäre, sollen wir ihn studieren lassen? Wenn ein Sim im Sims 4 studiert, kann er danach mit in der Karriere mit einer höheren Stufe anfangen. Er verdient viel besser und er hat mehr Urlaub. Aber dafür müssen wir halt einige Tage also im Sims spielen, studieren. Oh nein, was machst du? Feuer! Na toll, jetzt brennst du selber. Lösch dich doch! Löschen, löschen. Oh Gott, fackelt der schon beim ersten Mal ab. Und wo ist das Essen jetzt hin? Hier. Ja, geh du duschen. Jetzt hat er mich ganz durcheinander gebracht, weil er hier alles abfackelt. Wo waren wir? Ja, wegen Studium, genau. Das eine. Oder, falls ihr dagegen seid zu studieren, falls euch dieses Let's Play einfach, also dieses Gameplay vom Studium einfach nicht interessiert, könnten wir ihm auch einfach einen Job irgendwann mal suchen. Aber noch nicht jetzt, gerade am Anfang, würde ich sagen, weil er ist ja gerade erst erwachsen geworden. Er hat noch keinen Plan, was er machen will. Hat kein Geld und ich werde da mit ihm auch nochmal auf Geldsuche gehen heute. Und solange habt ihr dann Zeit zu entscheiden, was wir machen. Das andere wäre, ob wir ein Haustier adoptieren sollen, noch nicht jetzt am Anfang. Das ist auch eine Entscheidung, für die ihr jetzt noch etwas länger Zeit habt. Und irgendwann im späteren Verlauf, wenn er sein Leben ein bisschen gefestigter hat, weil ich möchte jetzt kein Tier holen, wenn wir das nicht versorgen können, dann ist die Überlegung, sollen wir uns ein Haustier anschaffen und soll es eine Katze sein oder ein Hund? Und wenn ja, ob wir uns da einen Streuner holen oder ob wir adoptieren. Also diese paar Sachen würde ich gerne von euch wissen. Bist du krummelig, Luschen? Was isst du denn da eigentlich? Würstchen. Ah, jetzt ist es schon wieder besser. Oh, deine schmutzige Küche. Das wird interessant. Um das Haus hier auf Vordermann zu bringen, so ganz ohne Job, obwohl er in einem Job sowieso schlecht verdienen würde. Wir haben letztes Mal aber noch gar nicht unsere Sachen aufgemacht. Was ist das? Utranium gewöhnlich. Das verkaufen wir doch gleich. Bringt das was zum Gerard schicken? Aber wir haben kein Geld für solche Verfeinerungen. Tun wir erstmal verkaufen. War jetzt nichts Außergewöhnliches. Dann eine Zeitkapsel aufgemacht. Ein Leaf. Ungewöhnlich selten. Verkaufen wir den oder behalten wir den? Öffnen. Und eine Jenny. Ungewöhnlich. Sind beide ein bisschen was wert. Ich würde sagen, er ist ja keine 3 Jahre. Wir verkaufen sie erstmal. Wir kriegen die sicher so wieder.
Wir müssen jetzt ja noch nicht wirklich sammeln. Wir haben ja noch nicht mal Geld. Den Frosch behalte ich, weil vielleicht kriegen wir ja noch einen Frosch. Und gestern haben wir den Strand dort erkundet. Den. Können wir denn noch sammeln gehen, wo wir vielleicht was finden? Oder wir gehen irgendwo angeln. Angeln können wir dort unten eigentlich auch. Wir schauen mal, wo wir hingehen. Und zu Hause bleiben nützt da jetzt nichts, da finden wir nichts an Geld. Vielleicht mal hier hin, da treffen wir auch mal Leute. Er ist ja etwas einsam gerade. Dass er wen zum Unterhalten vielleicht hat. Vielleicht findet er ja einen Kumpel oder eine Kumpeline erstmal. Er ist ja noch ganz neu in der Stadt, kennt überhaupt keinen. Der Arme ist ganz allein, keine Familie, kein Tier, gar nichts. Fische. Da geht doch mal ein bisschen angeln. Und vielleicht treffen wir dann im Laufe des Tages doch die eine oder andere Person. Ist ja auch noch früh am Morgen. So ein schönes Meer haben wir hier. Das hört sich an, als hättest du ein Level ab. Screenshot. Nichts. Ah, du bist leider noch kein talentierter Angler. Na, fängst du was? Nö. Jetzt? Dabei platschen hier die Fische so. Er ist halt noch nicht so gut im Angeln. Das ist auch so eine EA-Bar. Die würde ich dann auch irgendwann mal ersetzen gegen was Eigenes. Hast du überhaupt schon was gefangen? Nö. Während der Angel können wir ja mal schauen, was wir hier alles haben. Oh, Menschen. Wie siehst du denn aus? Wieso bist du denn so komisch drauf? Liberty Lee. Ist auch kein schlechter Name. Lee habe ich tatsächlich überlegt, ob ich ihn so nennen soll. Das ist angeblich ein englischer Name. Aber ich habe mich dann doch für Fox entschieden. Ich mag halt so kurze Namen, das merkt man. Oh, ein Kind. Hallo? Ah, okay. Oh, Straßenkätzchen. Ein Essensstand. Wer ist das? Don Lotario, oder? Ja, dass der immer Verkäufer ist. Wer bist du? Ein alter Mann. Und du? Und du? Müssen mal ein paar Leute kennenlernen. So, wie sieht's aus? Hast du was gefangen? Nö, überhaupt nichts. Ach, Morgan, das ist ein Teenager. Und das? Brittany wahrscheinlich? Ja, Megastar, oh. Ja, stimmt, die war ja ein Star. Und du? Bürgermeister Schnurrhaar. Schaut ihn euch an. Wie er aussieht. Der ist wirklich so. Ich habe ihm den Namen gegeben. Screenshot machen. Hier. Der heißt wirklich Bürgermeister Schnurrhaar. Ist ein Megastar? Okay. Seit wann das? Naja, gut. Eine berühmte Katze. Eine Digitalkamera. Cool. Aber die will ich nicht verkaufen. Aber das können wir doch verkaufen. Ist zwar nicht viel wert, aber. Altmaterial. Das braucht man ja für Robotik, aber wir studieren ja noch nicht. Wenn überhaupt.
Wer bist du? Nee. Katharina Caliente. Und du, das ist... Ach, die ist doch auch verheiratet. Genau, mit Moira Freis. Oder wie man das ausspricht. Warum sind hier überall Berühmtheiten? Ich dachte, das wäre so ein abgelegenes Örtchen. Also überhaupt Brindleton Bay wäre abgelegen, dachte ich. So, ich lasse ihn mal jetzt ein bisschen schneller angeln. Die Fische wollen nicht. Dann angeln mal da weiter. Und wenn wir die Angelplätze abgecheckt haben, schauen wir mal, was wir noch so finden. Oh, Graben. Das machen wir dann gleich. Ah, Toilette. Hallo? Die sind ja alle in Stars. Sind jetzt alle Tiere hier irgendwie Stars und Menschen oder was soll das? Wieso ist vor allem ein Streuner ein Star? Hä? Okay. Da ist Bürgermeister Schnurrhaar. So, wie sieht's aus? Was hast du hier? Eine Bienenkiste kaufen. Wieso wissen du eine Bienenkiste? Date planen. Oh, du bist schon ein Date. Und baden. Wir haben keine Badewanne. Wer bist du? Mortimer. Hier ist er wenigstens noch halbwegs jung. In Sims 2, also in Sims 3 weiß ich nicht, aber in Sims 2 war der ja schon alt. Das sah jetzt gerade so aus, als würde der Fisch auf der Wasseroberfläche schwimmen. Hier. Okay. Dass das so ein Regenbogenfisch einfach hier am Hafen ist. Okay. Und Goldfisch vor allem. Naja. Sims Logik. Wieso fragen wir überhaupt? Wer bist du? Du bist erwachsen. Du bist zu alt. Sorry. Wir sind junge Erwachsene. Mareike. Ein Fahrrad. Aber wir können es nicht klauen. Schade. Ich hätte es gern geklaut. Wir sind doch arm. Wir müssen. Katze. Du bist wenigstens keine Berühmtheit. Hallo. Bacon heißt er. Oder sie. Oh. Du hast immer noch keinen Erfolg. Harte Bacon. Ich will mich vorstellen. Einmal auf der Angel. Geh zu Bacon. Nein. Bacon. Komm zurück. Nicht mal die Katze will uns kennenlernen. Tja, aller Anfang ist schwer. Und wieso wächst hier nicht Gras? Er will einfach nicht aufhören zu angeln. Da, jetzt muss er aufs Klo. Heiß ist ihm auch. Oh, er mag kein Angeln. Soll er zugeben? Also, ich schließe mir ganz vor. Lucian kann den glitschigen, schuppigen Dingen einfach nichts abgewinnen. Soll er der Tatsache ins Auge sehen, dass er Angel nicht mag? Ich würde am liebsten Nein klicken, weil sonst geht der Spaß runter, aber ich finde es ganz passend zu ihm. Ja, wir mögen kein Angel. Naja, müssen wir halt mehr mit der Katze spielen, wenn wir sie finden. Sie kommt zu uns. Hallo, Katze. Ja, du kannst gleich aufs Klo. Stell dich noch vor, damit dein Sozial... Okay, dann halt nicht. Wer bist du? Ist das wieder diese Berühmtheit? Nee, Justice. Stell dich vor. Nein, dann geh erstmal aufs Klo und wir suchen dann jemanden zum Vorstellen.
Dann ändern wir gleich dein Outfit, sonst kippst du uns noch weg. Alles Schnurrhaar. Mach schnell. Da kann doch dein Kumpel als erstes werden. Oder Nachbar wenigstens für einen Klatsch. Und danach mach mal ein anderes Outfit. Nein, ausziehen nicht. Wir machen unser Heißwetter-Outfit. Hallo, ich bin neu hier. Krellim, Zeigt schlechte Laune. Ah, Rissalek, Tembizi Kubar. Du kotzt dich direkt bei dem hier aus, okay. Flip, Barsp, Frag mal nach der Lieblingsfarbe. Ich glaube nicht, dass der sich freut, wenn du dich schon auskotzt. Über letzte Party reden. Ja, mach mal. Auch wenn du bei keiner warst. Kennenlernen. Nerdcolic. Chalky, Sir. Das sieht doch nett aus. Mag die Farbe braun. Mhm. Ja, ich weiß, wir sind Tanzwürdige. Oh, Charisma. Über Weltfrieden reden. Das kann er machen, weil er ein guter Sims ist. Das ist auch einer der Zauberinnen. Elphaba. Mhm. Ich hätte, um ehrlich zu sein, in unserem Let's Play irgendwann auch gerne okkulte Wesen. Aber vielleicht noch nicht jetzt, am Anfang. Sonst wäre es halt das zu einfach. Noch eine Berühmtheit. Judith heißt ihr, glaube ich, oder? Judith. Ich kann das nicht so gut aussprechen. Oh, der ist auch gut. Na, da haben wir doch was gemeinsam. Fotos teilen, auch wenn du keine Fotos hast. Vielleicht hat sie ja von der Vergangenheit welche mitgebracht. Da, schau mal, Fotos. Sozial geht aber nicht so wirklich hoch. Da Karrierefragen. Tratsch? Oh, wir sind so einer, der tratscht da drüber. Also Temperaturen reden. Nach Musikgeschmack fragen? Ikla. Lucien hat erfahren, dass Brent als Personal Trainer bei der anderen Sportmannschaft arbeitet. Lucien hat folgende Vorlieben von Brent kennengelernt. Mag Popmusik. Echt? So Muskelkeller, dann Pop. Hätte ihr gedacht, Hip-Hop oder so? Naja, man soll ja nicht oberflächlich sein. Hast du Kopfschmerzen, Lucien? Was für Deko magst du? Märchendeko mag er nicht. Okay. Ich dachte schon, er mag sie. Das hätte mich jetzt gewundert. Oh, du bist müde. Okay. Nach Hobbys fragen. Danach, denke ich mal, gehen wir. Und du tanzt jetzt einfach. Magst du Comedy? Mag Fitness nicht. Echt? Und du bist gerade am Joggen? Und du arbeitest Personal Trainer? Okay, naja. Sims Logik. Na gut, man kann ja nicht immer das arbeiten, was man will. So, jetzt auf zu quatschen. Erschrecken. So, und wir hatten hier doch in der Nähe was gesehen zum Graben. Ich würde aber sagen, wir müssen, glaube ich, woanders hin, weil es gibt hier nicht so viel. Ich hätte vielleicht vorhin auch mir ein paar Spots raussuchen sollen. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Nicht aus Faulheit. Muss mich jetzt draufreden. Nee, wirklich. Weil wenn wir ständig nur zu den guten Spots gehen, dann sind wir ja ganz schnell vom Geld her auch im grünen Bereich. Ohne viel zu machen. Auch wenn man jetzt nicht so tolle Sachen findet, wie man gräbt. Getränke zum halben Preis. Wir haben eh kein Geld. Kalkstein. Ja, grab mal aus. Och, da ist doch ein Fossil bestimmt drin. Aber das kostet, glaube ich, das zu identifizieren. Kannst du das extrahieren? Ah, zerbrochenes Fossil. Wir hätten es vorhin verkaufen sollen.
Meine Kamera behalten wir trotzdem. Oh, wer bist denn du? Star heißt du. Oh, es tut mir leid. Wir können dich nicht adoptieren. Noch nicht. Tuning-Teile. Ja, vorerst verkaufen wir alles, weil wir sind zu arm. Wir Kirchenmäuse, wir brauchen Geld. So, gibt es hier noch was? Ansonsten gehen wir noch ein bisschen weiter, auch wenn Lucien schon sehr müde ist und duschen möchte. Aber wir müssen irgendwas finden. Apfelbaum ist leider noch nicht groß gewachsen. Raketenminze. Raketenkatzenminze sogar. Das ist auch ein schönes Goldstück hier. Gibt es hier noch irgendwas? Haben wir hier schon gegraben? Nein, ich glaube nicht. Schräger Humor und krasse Fest. Und, hä, wie heißt das? In der Stadt findet das Schräger Humor und krasse Späße Festival statt. Nee. Noch nicht. Ach, du willst schon verabreden mit uns? Nee, noch nicht, Brent. Wir müssen noch ein bisschen was machen. Wir haben kein Geld für sowas. Aber wenn wir dann ein bisschen was haben, machen wir das natürlich alles mit. Birnbaum. Ach, wir müssen hier ein bisschen mehr Zeit verbringen, damit die Bäume mal wachsen. Aber ich glaube, im Sommer tragen die eh keine Früchte, sonst hätten unsere ja auch. Ich glaube, Herbst. Oder Frühling. Frühling, glaub ich sogar. So, dann buddel hier mal. Was ist das? Noch mehr Katzenminze. Wir haben leider keine Katze. Was war drin? Ein Fossil. Wollen wir es nochmal aufmachen oder so verkaufen? Ich kann nicht. Ich muss es aufmachen. Genau, du gräbst da unten nochmal. Du bist müde. Aber da musst du erstmal durch. Wir müssen dein Leben etwas aufbauen, sonst kommen wir nie vom Fleck. Abstimmung wurde beendet. Interessiert uns doch nicht. Hallo Vögel. Aber schnell gegraben. Noch mehr Fossilien. Extra her. Und ja, 70 Simoleons. Tschüss. Und das 75. Tschüss. Sehr schön. Wir müssen ja auch bald die erste Rechnung bezahlen. So, er ist zwar hundemüde, aber ich will trotzdem noch irgendwo hin mit ihm. Nein, alleine. Wir haben zwar jetzt schon mal einen Kumpel. Der ist ja eh verheiratet. Der wohnt, glaube ich, hier irgendwo. Da. Genau, das ist der Mann mit dem Hund, den wir schon gesehen haben. So, wo gehen wir hin? Vielleicht mal eine andere Welt? Ich habe ja alle Packs, die es bisher gibt jedenfalls. Und wo können wir noch sammeln gehen? Solani wäre auch interessant. Hier gibt es ja auch einige Sachen zum Sammeln, glaube ich. Mal hier hin. Ich sehe schon, was du machen kannst, mein Lieber. Das, was du am meisten hast. Los, los, los. Wir brauchen Geld. Du musst irgendwann deine Familie ernähren. Naja, deine Frau auch. Wir wollen hier Gleichberechtigung. Aber du wirst wahrscheinlich auch arbeiten müssen. Oder willst du Hausmann werden? Ich glaube nicht, dass er der Typ ist, Hausmann zu sein, oder? Er ist eher so ein bisschen... Naja, will du jetzt vielleicht nicht ganz, aber auch nicht so der Stillste. So schätze ich ihn ein. Oh, eine Kiste. Was ist das? Oh. Ja, eigentlich können wir es gebrauchen, aber wir müssen eh mal neue Sachen kaufen. Die sind ja alle hässlich, die wir haben. Wir haben das Billigste gekauft. Was trägt der denn dort? Der hat ein Fahrrad. Ich will auch ein Fahrrad. Ach, du hast ein Buch. Ja, stimmt, du bist der Schriftsteller. Halt. Oh, du bist aber eine hübsche Polizistin, oder? Nee, Briefträgerin. Wer bist denn du? Ha,
Halia Famuana, junge Erwachsene. Wollen wir uns mal vorstellen? Wir müssen ein paar Leute kennenlernen. Ah, Chap. Den habt ihr vielleicht in einem meiner Videos auch schon gesehen. In dieser Welt ist er noch nur ein NPC. In meiner privaten Spielwelt, sage ich mal, gehört er zu einem meiner Familien. Der hat auch schon Kinder bei mir. Zu Angeln einladen. Nee, mach mal freundlich vor. Lass mal das blöde Angeln. Da kennst du wenigstens mal zwei Menschen. Los, stell dir vor, stell dir vor. So eine hübsche. Wir sind zwar jetzt nicht oberflächlich. Naja, ein bisschen vielleicht. Aber sie ist bestimmt auch ganz nett. Sie sieht nett aus. Da ist noch eine Lady. Du bist aber auch eine hübsche. Pizzabotin. Was habt ihr denn alle für Jobs? Wer bist denn du? Du hast auch ein schönes Gesicht. Nicht üblich für NPCs. Oh, Laekanaana. Entschuldigung, falls ich es falsch ausspreche. Und falls jemand hawaiianische Wurzeln hat oder wo auch immer die Namen inspiriert sind. Ich kann sie nicht aussprechen. Und unsere Folge neigt sich auch langsam dem Ende zu. Wir haben uns jetzt der Postbotin vorgestellt. Kennen schon mal jemanden? Ja, wenn du gerade hier wieder vorbeiläufst, sagen wir auch Hallo. Ach, du willst eh Hallo mit uns sagen? Ja, Entschuldigung, wir stinken. Wir gehen gleich nach Hause und duschen. So, wir kennen uns und tschüss. Morgen wieder. Oder? Du bist doch morgen die Teenagerin. Ja, genau. Du? Was machst du jetzt hier? Nancy Landgraf. Dich haben wir doch schon mal gesehen. Du bist ja auch ein bisschen scharf auf Sendezeit, oder Nancy? Hm? Auch wenn wir noch ein sehr, sehr witziger Kanal sind. Nee, du gehst jetzt heim, weil wir müssen die Folge auch beenden. Und dann werde ich Lucien noch duschen schicken und schlafen. Vielleicht noch schnell was essen. Das ist ja dann nicht so interessant. Darum würde ich die heutige Folge auch so langsam beenden. Und ja, denk bitte dran, auf die Fragen einzugehen, beziehungsweise denk dran, mitzuteilen, was ihr wollt. Also soll er studieren? Vielleicht habt ihr schon Vorschläge, was er studieren soll. Was soll er sonst machen? Soll er ein Haustier haben? Und wenn ja, adoptieren? Streuner. Lass mir das gern in den Kommentaren da. Ich werde mir die alle durchlesen und darauf eingehen und natürlich das Let's Play und die Story darauf auslegen. Und auch wenn ihr natürlich Story-Ideen habt, immer her damit. Ich freue mich wirklich sehr über Rückmeldung von euch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!